Alles klar. Wollen wir anfangen? Wir laufen. Super. Warte mal, ich muss noch einmal im... Ja. Der Film hat mich persönlich ein bisschen an die Optik von einem Videospiel erinnert. Aha, wieso? Gab es denn irgendwelche Kameraeinstellungen, die da wirklich auf Star Wars oder so, die an Star Wars erinnert? Es gibt tatsächlich ganz viele so niedliche Märchenspiele, wo du auch so eine Welt erkundest und vom Stil her sahen die Leute alle aus. Ach, das ist richtig. Na klar, das ist ja völlig auch eine gewisse Denkweise. Man sieht ja auch solche Sachen und das ist dann automatisch, wird das mit übernommen, dieses Gefühl zu vermitteln. Aber es war eigentlich nie ursprünglich so gedacht, das als Videospiel irgendwie oder Videospielassoziation da hervorzuheben, sondern es gibt Möglichkeiten, dass der Zwerg zum Beispiel auf seine langen Wanderungen und dann mit seinen Abenteuern da bestimmte Sachen zu bestehen hat. Und das ist schon als Spiel möglich, ja, auf jeden Fall. Also ich Videospiele überhaupt nicht, weil ich habe 2 Hunde, ich habe ein Motorrad, ich habe eine große Familie, eine Frau und 3 Kinder und Videospiele sind da nicht so angebracht im Moment. Ist ja im Prinzip schon ein riesig großes Spiel, oder? Ich habe keinen Hund, keine große Familie und... guck aber trotzdem keine Videospiele. Oder spiel keine Videospiele, gell? Wollen wir trotzdem? Also ich habe keine Videospiele. Aber ich weiß sogar noch nicht mal, wie die funktionieren oder wie die aussehen. Einfach so, das geht. Ach so. Das geht immer. Oder bei mir ist es so, ich habe viele im Freundeskreis, die spielen und da ich sehe, was aus ihnen geworden ist, habe ich es sein lassen. ist wirklich irgendwie, was, da gibt es ein paar Einzelfälle auch irgendwie, die sehr vereinsamt sind, ja, aber trotzdem nette Menschen. Oh. Aber wo ich sage, Alter, du musst mal die Wohnung verlassen. Ja. Das gibt wirklich so Menschen, wo du sagst, wann warst du das letzte Mal draußen? Ja. Oder hast du mal mit jemandem kommuniziert? Das gibt es tatsächlich immer noch. Und ich bin einer derjenigen, der mit jemandem zwischendurch mal kommuniziert. Und der ist nicht dumm, aber so eine Fälle gibt es sehr häufig. Sehr intelligente Menschen, wo ich dann auch mal denke, wow, warum hat mich das nicht so geflasht, dieses Spielding? Wirklich ältere jetzt oder reden wir von jüngeren? Nee, wir reden so von zwischen 30 und 40, diese Spanne. Da sind eine Menge Leute da am Start. In dem Alter? Ja, meist auch alleine, vorher Beziehung, dann haben sie das Ding rausgepackt in der Beziehung, dann waren sie alleine mit dem Gerät, sind wieder umgezogen. Ich habe ja keine Ahnung. Und so läuft das, dieses Spiel, ihr kennt das Playstation-Spiel. Genau, das kommt bestimmt sogar. Entscheide dich, die Playstation oder ich. Ach so. Wird bei dir zu Hause auch gezockt oder zockst du? Ja, wir spielen, mein Sohn spielt, ich habe einen Sohn, der sehr viel Video spielt, der auch mal an diesen Kolloquien teilnimmt. Nennt man das da, diese, wo man dann eine Computer mit der anderen und dann LAN-Partys bis zum Geht nicht mehr, ja. Ich war noch nicht da, ich will unbedingt mal teilnehmen. Interessiert mich schon. Hast du da mal gesehen, wie das aussieht in diesem Ich hab's gesehen, es ist Wahnsinn, das Klasse und Zischt. Und wie wird das die ganzen Computer nebeneinander, wo die dann hier reinsetzen, ist irre. Wird das zu Hause irgendwie besprochen? Das wird besprochen, ja, innerlich, wir setzen uns da schon mit auseinander. Ne? Ich bin da nicht sehr kritisch, weil ich finde es gut, bei mir jetzt bei Super Mario aufgehört, ich habe sämtliche Ebenen durch. Und dachte, es gibt nichts nach Super Mario, aber es gibt ja immer. Und die Technik wird immer besser, die Grafiken werden immer besser. Ballerspiele bis zum Abwinken. Jetzt habe ich gerade. Kennst du Limbo? Ich kenne Limbo, ja. Das habe ich durch, Spiel. Du. Das hast du gespielt? Ja, das habe ich gespielt. Hast du Angst bekommen, als die Spinne dich zuerst mal. Ja, das hat mich genervt, ja. Die Spinne hat mich genervt, die immer so piekt. Weißt du, dieses Schwarz-Weiße? Das ist ein starkes Spiel, das gefällt mir. Die Atmosphäre haben sie super. Unglaublich gut. Ja. Mir hat es von Anfang bis zum Ende gefallen und ich habe das ganz durch. Hast du es durchgespielt? Die ganze Nacht. Wie lange hast du gebraucht? Also? 2-3 Nächte habe ich gebraucht, ja. Lang. Ich habe da, glaube ich, eine Woche dran. Ja, so lange habe ich auch, 2-3 Nächte und 2-3 Tage, also eine Woche habe ich auch gebraucht. Ich sah aber auch so aus nachher, wie der als von der Spinne einmal kurz eingepuppt wurde. Wie oft bist du gestorben, das willst du sagen? Oft. Unendlich oft, ja. Das wusste ich, ist dann irgendwann Schluss, kann man unendlich sterben? Man kann unendlich sterben. Dann war es gut, dann habe ich es ja geschafft. Okay, gut. Habt ihr noch irgendwas, was euch gesagt, okay, das ist meine absolute Lieblingsszene am Film, vielleicht ohne irgendwie was zu verraten von der Geschichte, wo ihr sagt, da freue ich mich. Besonders, wenn die Leute das sehen. Von eurer Figur, oder? Also, wen ich ganz klasse finde als Figur, ist die Nina Hagen. Oh, ja. Ja. Die göttlich. Spielt ja die böse Hexe della Morta. Aber so unglaublich. Sie hat ja übrigens auch in der englischen Version gesprochen. Hat sie die auch selber gesprochen? Okay. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, welche meine ich. Sag du mal deine. Genau. Das war aber die schönste. Ich will von beiden hören, glaube ich sogar. Habt ihr eine eigene? Die beide eine schon? Eigene. Also eine einzige, die ihr beide schön findet, oder? Also ich finde die schönste, wenn die beiden Hip-Hopper kommen. Ja, finde ich auch. So läuft auch eine Beziehung ganz gut. Ja. Wenn der eine sagt, ich finde das gut, und der andere, ja, finde ich auch. Hast du nie Stress. Wo der böse Drache, der vermeintlich böse Drache mit dem kleinen Zwerg zusammensitzt und nicht kommt. Du hast mich ja gerade gefragt, welches. Wo sie miteinander kommunizieren. Diese Art von Kommunikation und der Gesinnungswechsel und dieser Charme, das ist sehr herzlich. Ja, wir wollen nichts verraten, aber es ist wirklich eine schöne Szene. Ja. Dankeschön, Otto. Vielen Dank. Okay, gerne. Ich glaube, wir sind auch schon fertig. Ach so, da, jetzt wollte ich gerade loslegen. Gut. Das ist immer schade. Sehr viel Spaß. Danke.